Willkommen zurück zur nächsten Folge Captain of Industry. Gemacht habe ich eigentlich nichts, ich wurde nur auf meinen Fehler aufmerksam gemacht von der Regie. Und zwar habe ich hier alles ausgestellt, aber das bedeutet ja, also ich habe da einfach falsch gedacht, deswegen danke nochmal für den Hinweis. Ich muss natürlich eine Meldung kriegen, wenn die Erde oder das Gestein nicht verkippt werden kann, weil da kommt ja die Meldung, wenn der LKW beladen wird. Ich sehe, ich muss das Bergbaugebiet erweitern. Wenn der LKW verladen wird, bekommt er Erde, Gestein und Kohle drauf. Und dann fährt er ja das Gestein wegkippen, er fährt die Erde wegkippen und dann fährt er die Kohle wegkippen. Ich weiß nicht, ob er es in der Reihenfolge macht, aber auf jeden Fall macht er das nacheinander. Und wenn er natürlich die Erde nicht wegkippen kann und ich keine Meldung bekomme, dann steht der LKW irgendwo in der Walachei und macht nichts mehr. Also da habe ich einfach falsch gedacht. Das bezieht sich auf das Wegkippen hier in dem Bergbaugebiet. So. Aber während ich das hier gerade angeklickt habe, habe ich gesehen, hier müssen wir das Gebiet ein bisschen erweitern. So, und zwar das mal hier so weg. Sieht gut aus, genau. Hier auch. So, jetzt hast du wieder ein bisschen was zu tun. Jawohl. Sehr schön. Gut, okay, dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen. Dann muss ich mich jetzt darum kümmern, eine zweite Stahllinie aufzubauen. Also, das beginnen wir jetzt. Und dann müssen wir auch, was heißt müssen, aber wollen wir auch Förderbänder bauen. Also, wir brauchen als erstes, ich mache das hier hinten jetzt hin. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich damit blockiere, aber ich habe gerade beschlossen. Learning by doing, ich lerne das Spiel erst kennen und auch dieser extrem bescheuerte Satz, ich werde ihn trotzdem wiederholen, Learning by Fehlermaching, zur Not muss ich halt umbauen. Jetzt muss ich mir aber trotzdem so ein kleines bisschen Abstand lassen, ich glaube so ist okay. So, dann bauen wir nämlich hier. Hier bauen wir das Ding hin. Lager, ein Schüttgutlager. Hier eins. Und hier eins. Die Kohle oder und für Dingsbums Kupfererz. So, dann wie habe ich das hier unten gebaut? Schornstein klar, deswegen ein Abstand. Hier die Schlacke könnte man dann theoretisch auch noch per Förderband kann man die dann abtransportieren. Die kann man dann glaube ich auch in so ein Lager rein und vom Lager holen sie dann die LKW ab. Aber eins am anderen. Okay, also das wird wahrscheinlich auch dieselbe Sache sein wie hier, deswegen Metallurgie, Metallgießerei. Und da brauche ich die Kupferelektrolyse, brauche ich auch noch hinten ran. Moment, sehe ich das hier? Also, er macht genauso 8 Platten davon und der macht ja 16. Sehe ich das richtig? In 20 Sekunden macht er 8. Und der in 40 Sekunden macht er 8. Genau, also der kann 2 versorgen. Und die Kupferelektrolyse. Oh, die braucht Wasser, verdammt. Ja, Tralo, genau, danke. Genauso möchte ich es auch. Also, das habe ich schon in meinen früheren Let's Plays immer so gehandhabt. Also ich mache mal kurz Pause. Ich hole tatsächlich immer aktiv Tipps ein. Also Tralo hat geschrieben, er. Zum Thema Platzmanagement lässt er mich mal tüfteln, bis ich eine konkrete Frage habe und dann hilft er mir. Und genauso mache ich es auch. Also bei mir gibt es, ich sag's mal so, das klassische Backseat Gaming, was sich manche Streamer darüber aufregen oder jemanden sogar sperren oder rausschmeißen. Das gibt es bei mir nicht. Denn wenn mir jemand was reinschreibt, dann muss ich das ja nicht anwenden. Also das ist mal das Erste. Allerdings mag ich es tatsächlich nicht, wenn man mir wichtige Dinge, wie soll ich sagen, die Vorfreude davon nimmt. Wenn einer jetzt ein Spiel gespielt hat und sagt, hey, an diesem Punkt da fand ich es voll geil, weil das und das passiert ist. Und wenn der mir das dann schon viel früher erzählt und mir somit diese Freude nimmt, sowas finde ich scheiße. Aber ich habe es bei Factorio schon gesagt, wenn ich selber feststecke und einfach mich verheddere, was ja immer mal wieder vorkommt, dann haut auch ungefragt mal ein Tipp raus. Da bin ich echt dankbar für, bevor ich da 2-3 Stunden verschwende. Dann gebt mir einen Tipp. Aber wenn ich jetzt einfach nur so vor mich hinbaue und dann merke, ach okay, ich muss das später wieder umbauen, dann lasst mich bauen, bis ich mal einen aktiven Tipp frage. Aber so dieses klassisch, wenn du denkst, okay, nein, mach das bloß nicht. Du hast die nächsten 8 Stunden auf jeden Fall Ärger damit. Dann dürft ihr mir auch mal ungefragt einen Tipp geben.
Also jederzeit. So, jetzt müssen wir hier weiterbauen. Gut, er hat mir gerade gesagt, mit der Taste C könnte ich auch einfach kopieren. Jetzt habe ich schon die Hälfte gebaut, deswegen machen wir das jetzt mal so zu Ende. So. Dann die Förderstrecken. Rinne für Schmelze. Ein bisschen näher ranzoomen. So. So, okay. Dann haben wir das. So, und jetzt Kupferelektrolyse. Die braucht 16, das bedeutet, die braucht das Ergebnis von beiden und macht das innerhalb, also eine Kupferelektrolyse, okay, und die verbrauchen dann 3 Stück bei der Elektrolyse. Das bedeutet, die Kupferelektrolyse, die hat da den Eingang und, hä? Da den Eingang und, ach, da den Ausgang, okay. Also hier den Eingang. Keine Ahnung, so wäre es jetzt in der Mitte, allerdings sind die Ausgänge ja von den beiden Dingern auf, ja, also das könnte ich hier so zusammenfahren und jetzt ist das Problem, weil jetzt kann man das nicht schön synchron setzen. Was kommt denn da noch rein? Achso, das ist der Wassereingang. Warum ist der Wassereingang auf der falschen Seite? Ich habe doch mein Wasser da drüben. Jetzt ist der Eingang auf der linken Seite, ich habe auf der rechten Seite mein Wasser. Spiegeln geht auch. War herrlich, danke. Sehr schön. Jetzt ist er auf der richtigen Seite. So wäre es synchron von der Form her. Ne, nicht ganz. 3 und 2. Verdammt, der geht nicht synchron. Der geht nur so synchron, glaube ich, oder? Dieses Symbol für die benötigten. Wieso machen die Entwickler das sowas? Ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft. In jedem Spiel, egal sei es Factorio, sei es Anno, jetzt Captain of Industry, bei Desync ist es mir auch schon aufgefallen. Wieso bauen Entwickler Gebäude, die man nicht synchron oder mittig platzieren kann, weil sie... Moment, das Gebäude, doch, das Gebäude ist 6, aber das ist 7 breit, oder? Oder schwätze ich jetzt gerade einen Scheiß? Nein, 3, 4, 4. Das ist 7 lang. Mach es doch 6 lang oder mach es 8 lang. Das wissen die doch, das weiß doch die ganze Gaming-Welt. Dass 95% aller Spieler, die solche Spiele spielen, einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie was nicht synchron setzen können. Und sich innerlich zu Tode aufregen und trotzdem machen es die Entwickler. Ich glaube, die freuen sich jedes Mal. Die bauen dann 20 Gebäude, die alle synchron setzbar sind und dass man sich so schön Muster aufbauen kann und dann lachen sie sich einen ab und feiern sich, glaube ich, selbst dafür, dass sie dann ein Gebäude reinsetzen, das am Ende dieser Produktionskette benötigt wird, das nicht mehr synchron setzbar ist und das dann einfach nicht mehr reinpasst. Gut, sei es drum, aber hier habe ich mich jetzt hier vertan. Ist das... halt. Das habe ich jetzt gerade aus Versehen platziert. Ich wollte es nämlich nochmal kontrollieren. Nee, das ist auch nur 5. Das ist 5 auf 7. Wieso baut man sowas? Wieso baut man sowas? Egal, ich baue es jetzt hier... Dann baue ich es halt so hin. So, und hinten dran brauche ich jetzt ein Stück Gutlagerung, richtig? Also ich brauche nicht, aber es wäre, glaube ich, nicht falsch. So, ein Stück Gutlager. Ja. Ich habe mich gerade schon aufgeregt darüber. Ich mache es nicht nochmal. Dann halt so. So, der Sinn der Gebäudeabmessung wird sich dir später erschließen. Okay. Moment, die Gießerei kann... Ja, danke, kann ich noch spiegeln? Ja, ja, danke, danke, danke. Sehr, sehr, sehr guter Tipp. An das Spiegeln muss ich mich jetzt auch gewöhnen. Ich weiß, es gibt bei Factorio auch, ich habe es nur fast nie benutzt. So.
Passt so, jetzt müssen wir hier aber noch Abfallwerte, Schornstein. Ich glaube trotzdem, dass sich zumindest manche Entwickler so selbst dafür feiern, dass sie es jetzt wieder geschafft haben, irgendwelche Gebäude einzubauen, die nicht reinpassen. Also bei Anno ist das ja, glaube ich, wirklich Absicht von Ubisoft, dass sie das machen. Wenn man schön im Raster bauen will, dass dann die Gebäude 3x3 groß sind und man schön Raster baut. Und dann kommt die Kirche, die 5x3 ist. Ist nur so das Beispiel. Das machen die, glaube ich, wirklich mit Absicht. Im Planungsmodus braucht man es nicht pausieren. Ja, das hast du vollkommen recht. Was ist hier passiert? Ach verdammt. Kann ich das auch im Nachgang noch drehen? Nein. Ich habe den Schornstein falsch gesetzt. Ich habe ihn nicht gedreht. Bulldozer, wo bist du hier? Also es ist lebensechter, wenn man es abreißen muss, aber es wäre schöner, wenn ich es einfach nur hätte drehen können. Ja, so, neuer Schornstein. So, danke. So, jetzt aber. Hier soll bitte Kupfererz eingeschmolzen werden, genau. Hier brauchen wir jetzt Wasser. Habe ich keine Konstruktionsteile mehr? Tatsächlich. Warum nicht? Autoteile habe ich auf jeden Fall keine mehr. Sind die einfach nur zu langsam oder ist der hier zu viel davon weg? Warum macht der eigentlich nichts mehr? Ja gut, es dauert aber. Ich habe jetzt zu viel gebaut. Okay, Wasser. Habe ich denn hier noch genügend Wasser drin? Theoretisch ja. Aber ich kann doch jetzt demnächst auch die Grundwasserpumpe erforschen. Ich glaube, die ist auch wichtig. Ah, okay, mit der Planungsmodus kann ich dann alles drehen. Kann ich es drehen, so fertig und kontrollieren und bla bla bla, ja. Okay, danke. Und dann einen Rahmen drum ziehen und sagen so, und jetzt legt los im Bauen. Ja, du hast recht. Okay, ich werde mich bessern. So, jetzt wird hier Kupfer geschmolzen. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir trotzdem Wasser hier. Wasser. Halt trotzdem mal an. Wobei, nein, ich halt nicht an. Fährt ein LKW lang? Warum fährt hier ein LKW lang? Das ist eine Straße. Das bedeutet, ich sollte denen auch die Möglichkeit zum Überqueren geben. Huh? Ich hätte es hier rüber gezogen, wäre erst hier hochgegangen. Also hier. Aber wenn die hier auch rumfahren, dann muss ich hier sicherheitshalber. Wo war es eh? Hier sicherheitshalber nach oben gehen. Okay, das ist jetzt im Planungsmodus gewesen. Und was, wenn ich jetzt... was mit P? Okay, ja gut, das... okay. Moment, mache ich das gerade falsch rum oder habe ich es jetzt gestartet? Wird gebaut. Ne, habe ich schon richtig gemacht. Wenn du Shift hältst, werden Rohre nur gerade verlegt.
Oh, das war. Okay, das war jetzt übrigens hier. Ja, das war jetzt gerade. Ich habe nicht nach hinten geguckt, um es mal so schön zu sagen. War gut, dass ich das nach oben gezogen habe, weil hier kommen ja die ganzen LKWs rum vom. Ja, ihr wisst hier, von der Kohle. So. Moment, dem muss ich jetzt mal sagen, was er einlagern soll. Du sollst nämlich Kupfer einlagern. So, hier haben wir jetzt nichts drin und hier fehlt unreines Kupfer, weil. Achso, weil ich hier vielleicht auch einstellen sollte, dass hier Eisenerz rein. Ne, nicht Eisenerz. Kupfererz reinkommt. Bin übrigens ein bisschen verwirrt, warum hier Kupfererz grün ist. So, Kohle. So, aber jetzt könnte ich, glaube ich, einen zweiten Kohlelaster hier noch einstellen. So, okay, jetzt wird wieder Kupfer produziert. Okay, jetzt wird es hier auch eingelagert. Gut, das ist natürlich das Zeug, was ich schon hatte. Kupferoxid ist grün, auch in der reellen Welt. Ja, in den anderen Spielen ist halt auch das Kupfererz. Fällt mir jetzt eben nur wiederum Factorio ein. Ich bin so ein bisschen Factorio geblendet mittlerweile. Da ist es halt auch bräunlich oder orangebräunlich oder wie man es auch nennen will. So wie halt das Endprodukt dann. Also die Farbe hat es ja da, haben ja die Kupferfelder. Also ich bin jetzt tatsächlich kein Chemiker, da muss ich einfach sagen, da bin ich raus. Das bedeutet, echtes Kupferoxid ist tatsächlich grün. Weißes Gebäude pausiert, blau wird gebaut. Okay. Ich sehe, du hast schon sehr viel Captain of Industry gespielt. Ah, einsammeln im Moment. Zement und Ziegel, gar nicht gesehen. So, bewässerte Farm, Förderbänder, Fahrzeugrampen. Kapitänsbüro wird gleich gemacht. So, jetzt sollte ich mich aber mal drum kümmern. Kann ich den Förderbänder hier bauen? Nein. Wo kann ich Förderbänder einfach bauen? Ja, okay, das kostet Gelb und Gummi. Habe ich beides da? Okay, ein U-förmiges Förderband, unterstützte Produkte. Ah, hier steht's. Okay, das ist quasi für die Festprodukte. Okay, das Kapitänsbüro ist fertig, dann bauen wir und das ist für das Zeug hier hinten. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, Moment, ich habe den Planungsmodus an, ja, das ist auch Absicht. Ich dem jetzt hier zum Beispiel sage, Moment, geht das so ohne weiteres? Ja, genau. Dann bist du das Richtige dafür. Und du. Ist das Richtige dafür? So. Steam sagt 1385 Stunden. Autsch. Okay, dafür, dass das Spiel noch nicht so alt ist. Okay, Chemie-Leistungskurs, ja, gut. Nee, da kann ich nicht mithalten. Ich habe nicht mal Abi, aber gut, das hat ja nichts zu bedeuten. Ich habe nur in Anführungsstrichen Realabschluss, aber Chemie war tatsächlich. Eines meiner Schwächeren. Ich war dafür in Physik. Physik habe ich geliebt. Physik war ich sehr gut, aber Chemie, das war irgendwie nicht so meins. Aber ich lerne gern dazu. Dann weiß ich, dass das mit dem Grün einfach richtig ist und ich mich dran gewöhnen kann, das zu machen. So, jetzt sollten wir das Ganze auch bauen, damit wir die erste komplett automatisierte, nicht komplett automatisiert, weil das kommt ja nicht automatisiert rein. Das kann man natürlich auch noch machen. Aber dann machen wir im Moment. Wie war das? P. Okay. Es reicht, wenn ich das so anklicke. Okay, ich verstehe. Dann macht er das alles so. Dann bauen wir jetzt unsere allerersten Förderbänder. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, wie es sich mit dem Wasser verhält. Hier hinten auch beim Kupfer. Das hier läuft noch nicht so Bombe, wie es soll. Also Kohle ist jetzt ein bisschen was da. Aber Kupfererz. Warum ist Kupfererz eigentlich so rar? Verdammt. Habe ich aus dem Spiel rausgeklickt. Hier habe ich zwei Laster. Bin ich eigentlich auch, wenn ich die. Aha. Okay, der war jetzt gerade beim Verkippen. Der zweite, der fährt hier.
Er hat jetzt noch Gestein an Bord. Okay, alles klar. Ja gut, die haben halt relativ weite Wege von da hinten nach da vorne. Das muss man natürlich auch sagen. Okay. Aber gut. Ich beobachte hier. Ah, da läuft schon. Da läuft schon. Wunderbar. So, jetzt kann ich ja hier. Lastwagen dürfen hier nach Möglichkeit Fracht anliefern. Ja, Lastwagen dürfen hier nach Möglichkeit ihre Fracht abholen. Das machen wir aus. Die sollen nämlich hier nichts mehr abholen. Das soll nämlich einfach nur noch da reinlaufen. So, jetzt. Jetzt werde ich mir das hier genüsslich geben. Ah, da läuft's. Wunderbar. Förderbänder. Da geht einmal das Herz auf. Bergbaukontrolle, keine verfügbaren Gebiete, die abgebaut werden können. Welcher? Eisenerz. Schon. Okay. Ja gut, dann neues. Dann krieg schon neues. So. Bergbaugebiet. Dann grab das mal ab. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wo sind die Ressourcen hier? Ja, da kann ich... Ach Gottes Willen, da kann ich ja einen halben Hügel, die halbe Insel abgraben hier. Gut, es geht schneller, als ich gedacht habe, muss ich gestehen. Also, da ist schon ordentlich was. Ich frage mich jetzt nur, wie weit geht das in die Erde rein? Also das ist wahrscheinlich die Reichhaltigkeit. Diese Stäbe, also hier hinten ist die Reichhaltigkeit sehr niedrig, aber wie weit kann ich da runtergraben? Woran kann ich das jetzt zum Beispiel erkennen? Den Spruch kenne ich tatsächlich, den Sketch. Kannst du mir da helfen? Aber Moment, das hier könnte ich eigentlich auch mal abreißen hier. Moment. Gebiet weg mit. Ich will hier keine Erde mehr verkippen. Wie weit kann ich, also wie weit geht dieses Vorkommen jetzt in die Erde runter? Ein großer grauer Block, zwei Ebenen. Also ist das tatsächlich nach unten von oben aus gesehen? Bedeutet, hier kann ich 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen nach unten graben. Ist das richtig? Habe ich das richtig erkannt oder ist das falsch gedacht? Und hier dann entsprechend, aber die Reichhaltigkeit symbolisiert das doch trotzdem. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ebenen. Okay. Aber das symbolisiert die Reichhaltigkeit. Bedeutet, hier ist nicht ganz so viel Eisenerz zu finden, so von der Prozentual her, und hier ist sehr viel Eisenerz zu finden. Ah, okay, alles klar. Gut, dann habe ich es kapiert. Okay, dann kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 Ebenen nach unten graben. Okay, dann hat man doch sehr viel Ressourcen. Gut, abgesehen davon ist da hinten auch nochmal Eisenerz. Aber okay, dann habe ich verstanden. Gut, ich grabe jetzt erstmal geradeaus weg. Und wenn das dann einigermaßen weg ist, dann kann ich immer noch in die Tiefe gehen. Alles klar, gut, danke für die Antwort. So, Förderbänder, das läuft. Hier läuft es nicht so, wie es soll. Nichtsdestotrotz werden wir hier auch kurz ein Förderband hinknallen. Genau, du bist das Richtige. Brauche jetzt auch nicht im Planungsmodus machen, weil ich weiß ja, wo ich hin will. Nämlich hier. So, dann werden die nämlich auch mal erledigt. So, dann kann ich jetzt hier... auch wenn das jetzt... Auch wenn das jetzt Ressourcenverschwendung ist, ein bisschen. Weil ich das mit dem Spiegeln erst jetzt gelernt habe. Und vielleicht hätte ich warten sollen, bis das gebaut ist. Egal, so ein flaches Förderband brauchen wir aber hier. So, du fährst hier rein. So, weil ich reiß das jetzt ab, damit ich das spiegeln kann. Ich weiß, ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ist es halt. So. Genau, jetzt ist der Ausgang vorne. Passt. Bitte neu bauen. Und?
So, ja, jetzt mache ich mich. Ich weiß nur nicht, ob ich mir jetzt gerade einen Weg zubaue, aber ich will es nicht nach oben, dann baue ich lieber eine Fahrzeugrampe drüber. Das kann ich doch hier, genau. Fahrzeugrampe klein. Ach, das ist eine kleine. Ach, die sind von der Länge her, sind die unterschiedlich. Und von der Höhe her. Okay. Aber die kann ich hier gar nicht platzieren. Oder? Doch, die leuchtet grün. Aber ich könnte keine zweite daneben platzieren. Ja, egal, die müssen ja nicht. Zur Not können sie auch hier noch rein. Aber hier muss ich dann vielleicht irgendwie gucken, ob ich die Bänder nach oben baue oder ich weiß auch nicht. Okay. Ja, okay, das dachte ich mir schon, dass die Gesamtdinge ist. Also hier haben wir ja einen Hügel. Und da muss ich dann schon, wenn ich das jetzt durchzähle, das zählt ab der Spitze an, nach unten. So habe ich das schon verstanden. Und da wir hier eben schon auf der flachen Ebene sind, geht es natürlich an der Stelle nur nach unten. Das habe ich schon kapiert. Bedeutet hier hinten, ich zähle es jetzt nicht, aber hier kommt man jetzt gar nicht so tief, weil man hier ja eben schon auf dem Hügel ist, als im Verhältnis zu dem da unten. Also das habe ich schon, ja, passt. Ja, da kannst du zusammenführen und in ein Lager führen. Ja. Aber ich habe hier mit Absicht zwei Lager gebaut. Frag mich nicht, warum, ich habe es getan und ich finde es gut. Ach so, ich war im Planungsmodus, verdammt. So. Jetzt bitte bauen. Und ich werde es auch so lange gut finden, bis ich merke, dass es nicht gut ist. So, dann wäre das nämlich. Ach, verdammt, wenn ich natürlich alles im Planungsmodus mache, muss ich es auch irgendwann mal aktivieren. So, ja, genau. Genau so können die LKWs ja nach wie vor hier reinfahren. So, aber sobald das gebaut ist, muss hier ja sowieso kein LKW mehr hin. So, jetzt habe ich hier allerdings noch die Schlacke. Die muss ich. Moment, das ist wahrscheinlich das U-förmige, richtig? Ja, hier wird die Schlacke angezeigt, genau. Die muss ich natürlich auch noch irgendwie abtransportieren. Also bis hierhin sieht das ja natürlich super synchron aus hier. Also da, also von hier bis hier ist das natürlich Weltklasse. Hier fängt es dann an, ein bisschen komisch zu werden. Gerade mit diesen zwei Gebäuden, die da ein bisschen asynchron stehen. Ich will aber jetzt ehrlich gesagt nicht alles abreißen. Ich weiß nicht, man kriegt, glaube ich, nicht die volle Rückerstattung, wenn ich es richtig gesehen habe. Taste U kannst die Bauten gleichzeitig entpausieren und schneller beliefern. Die direkt hintereinander gebaut sind, schieben ins vordere durch. Ich verstehe. Okay. Gut. Ich lasse es trotzdem erstmal so stehen. Ich finde das total geil synchron gebaut, aber wie gesagt, hier hört es jetzt auf. Sie stehen ja auch noch gut. Aber ich weiß nicht, ob ich hier zu wenig Platz habe. Ich brauche eigentlich drei Förderbänder, deswegen habe ich das weiter versetzt. Noch drei Förderbänder. Es wird mir, also wir sind jetzt gleich am Ende von Folge 2 für heute, für die Aufnahme, also YouTube ist Folge 5. Was ein Bergbaugebiet befindet sich innerhalb des Wirkungsbereichs. Einige Bergbaugebiete befinden sich außerhalb. So, was lese ich denn da eigentlich gerade? Ja. Das kann ja bloß hier sein, weil hier habe ich nämlich verändert. Oh ja. Bereich anpassen. Okay. Also mir wird das Herz bluten. Vielleicht werde ich es auch tun müssen, aber. So, baue das Büro des Kapitäns. Ja, das wollte ich machen. Ich habe es nur komplett vergessen. Du hast recht. Wie sieht es? Ich muss noch mal kurz kontrollieren. Wie sehen meine Sachen aus? Dreistellige Zahlen sind gut. Okay, hier haben wir nur zweistellige, aber ich kann trotzdem, könnte noch mal was bauen. Mechanische Teile sind ein bisschen wenig und Elektronik und ja, gut, klar, die goldenen, aber. Moment, ich habe das hier ja auch gebaut. Ah, nee, ich habe das nicht gebaut, weil ich es natürlich wieder in. Okay, der Planungsmodus ist gut. Nee, ich lasse ihn an. Werde mich zwingen, mich dran zu gewöhnen, dass ich es halt starten muss.
So, weil dann kann man nämlich jetzt hier dann auch sagen, dass sie dann nichts mehr abholt und hier auch nichts mehr abholt. So, Schiffsdock kommt nach der Fruchtfolge. Essen haben wir genug, 140. Ja, ich habe nur noch 5 Arbeiter. Dann hol mal noch ein paar ran. So, ihr seid voll. Ihr seid, Erde ist auch voll. Gut, das ist ja schön, wenn Ziegel nämlich auch voll sind. Das ist auch schön. Also im Prinzip, wenn alles voll ist. Echt die Frage, reiße ich das ab oder nicht? Also wir sind jetzt über 30 Minuten. Deswegen mache ich an der Stelle Schluss mit der YouTube-Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das hier einreiße und synchron ausrichte. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.